willkommen im Jugendstrafvollzugslager Castania. Hier kommen Jugendliche aus allen Gesellschaftskasten zusammen. Alle haben etwas gemeinsam. Sie sind durch ihr grob asoziales Verhalten straffällig geworden. Hier sind sie alle gleich und sollen lernen, Grenzen einzuhalten und sich ihrer Kaste gemäß zu verhalten. Heute angekommen sind Maria. Hallo, ich bin Maria, komme aus der Doppfinger. Mir gefällt es ganz gut, schön grün alles hier. Wieder rein. Leopold Wilhelm. Voll scheiße hier. Guck mal, wie das aussieht. Guck mal, wie du aussiehst. Oh, ich habe überhaupt keinen Bock auf das Camp. Kevin. Was geht ihr, Opfer? Ich bin aus Frankfurt. Wo sind wir eigentlich hier? Und ihr Sozialarbeiter Spidey. Yeah, hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir sind jetzt hier zusammen im Camp und es geht direkt los. Bitte folgt mir direkt zum Feuer. Wir machen da einen Kreis. So, sind alle da. Leopold, kommst du auch? Leopold! Ja, oben hat wenigstens Akku und Empfang. Ja, also, wir sind jetzt hier zusammengekommen, das Feuer der Schande, wie ich das nenne. Und hier erzählen wir uns unsere Geschichten, die uns zu diesem Ort geführt haben. Leopold, fängst du bitte an? Ja, was soll ich sagen? Ich habe Geld gebraucht, getrinkt und dann habe ich halt ein bisschen spekuliert an den Börsen und dann ist plötzlich, ja, musste ich auch ein bisschen an Computern arbeiten, dann ist die Lira so abgeschmiert und ja, und anstatt Sozialstunden haben sie gesagt, ich könnte das machen. Ich habe es mir irgendwie lustiger vorgestellt. Ja, danke für deine offenen Worte, Leopold. Und jetzt möchte ich dich bitten, Maria, warum bist du hier? Ach so, ja, ich komme ja vom Land und ich bin nicht so oft in der Stadt. Und naja, ich war bei H&M und dann habe ich mir halt zwei Paar Ohrringe mitgenommen. Und dann hat mich der Josef, der Detektiv, der hat mich halt erwischt und ja, jetzt bin ich halt hier. Naja, ist gar keine Schande, das so zu erzählen. Ich finde es sehr mutig, dass du so offene Worte zu uns gesprochen hast und das bringt uns jetzt hier zu dir. Kevin, erzähl du mal, warum du da bist. Ja, die Lehrer haben mich hergeschickt. Ich habe halt ein bisschen Scheiße gebaut in der Schule. Dies, das und so. Ja, aber Kevin aber noch mehr. Ja, Scheiße habe ich gebaut, habe ich doch schon gesagt, was willst du? Na, da war doch so eine Geschichte mit einer Flasche, erzähl doch mal die. Ja, ich habe halt in die Getränke von meinen Mitschülern gepisst, ja. Kannst du bitte das so laut sagen, dass das Feuer das auch hört? Ich habe in die Trinkflasche vom Anton gepinkelt. Nee! Ja, toll, ey, so schlimm war es auch nicht, was wollt ihr alle, ich geh jetzt weg, ey. Ein Ekliger! Ja, also darauf geht dann schon mit einer Offenheit und ich finde, es war schon ein ganz toller erster Tag. Jetzt bitte ich euch ins Bett zu gehen und morgen früh brauchen wir alle unsere Kräfte für den Neuanfang. Im Jugendstrafvollzugslager wird es dunkel und alle gehen schlafen. Am nächsten Morgen. Hallo, hallo, bis aus dem Haus, komm bitte, der Neuanfang. Ja, gestern waren wir am Feuer der Schande und jetzt, Leute, kommt mal mit, wir gehen alle mal vor zum neuen Leben, zum Wasser. Leopold, kommst du auch? Leopold! Ja, Mann, stell dich so. Ich schwöre, der ist immer der Letzte. Du bist das Letzte. So, was machen wir jetzt? Also, ich habe mir gedacht, da vorne seht ihr die Insel, das ist die Insel der Liebe. Und in dieser Insel der Liebe findet ihr heute das Abendessen und da kommt ihr nur hin, indem ihr gemeinsam ein Floß baut. Gibt es dazu Fragen? Also einfach jetzt ein Floß bauen. Genau, einfach was die Natur dir gibt, Kevin, baust ein Floß. Alles klar, dann sehen wir uns heute Abend. Leopold. Fangen wir an, oder? Fangen wir an. Leopold. Ja? Hast du einen Plan? Ja, ich hab einen Plan. Kevin,
Ja? Du machst jetzt was ganz Wichtiges, und zwar... Was soll ich machen? Du verpisst dich jetzt erstmal. Was? Was willst du, Opfer? Wir können dich hier nicht gebrauchen, hier braucht Leute mit Verstand. Verschwinde, verpiss dich. Komm, geh zu deinem Apfelsaft. Ey, verpisst ihr euch, ich schwöre, ey. Fixer. So. Maria, ich habe jetzt eine ganz besondere Aufgabe für dich. Okay. Hör gut zu. Du baust das Floß, während ich gucke, dass ich da hinten drin Handyempfang kriege. Alles klar? Mhm, alles klar. Alles klar. Gut. Viel Erfolg. Oh mein. Ja. Ganz schön massiv. Oh. Ich glaube, da drauf. Nee, war. Ich habe keinen Empfang mehr. Leopold! Ja, ich muss mal. Hier habe ich. Leopold! Empfang. Ja, hier habe ich Empfang. Leopold, das wird nichts. Das wird nichts. Das ist viel zu massiv. Ich finde nichts anderes außer die Baumstämme da hinten. Ach du Scheiße! Mir ist mein Handy ins Feuer gefallen. Mein neues Samsung-Handy. Oh nein, was ist denn das? Was? Oh Gott, es explodiert! Oh nein! Ich krieg das Achter! Schnell! Nein! Handy! Oh. Nein! 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 Leo, was ist das denn? Nein! Oh Gott, dieser Scheiß! Kevin! Kevin! Was los? Nimm mich mit! Nimm mich mit! Nein, verpiss dich! Und was ist die Moral von der Geschichte? Spidey und Kevin sterben nicht. Da, 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 da. Fickt euer Kastensystem. Ich bin der Geilste.